Willkommen zurück in Desert Heat. Wir sind in der dritten Runde. Wayne und Dom sind bereits ausgeschieden. Ein Ford Mustang ist ausgeschieden, ein Aston Martin. Übrig bleiben noch zwei Ford Mustang und ein Aston Martin. Start her wäre ich gut weggekommen, aber ich bin halt einfach langsamer als der Backfish. Dann versuche ich mich halt als rollende Blockade. Egal wie sehr ich da vorsichtig fahre, ich schaffe es nie irgendwie dort schön durchzukommen. Das geht irgendwie nicht. Dafür wenigstens hier. Aber hier dafür nicht mehr. Schon wieder bin ich überholt worden, weil ich einfach zu langsam bin. Der Scheiß gerade. Und jetzt hat er mich auch noch auf diese Bahn hier gebracht. Das wollte ich nicht. Genau deshalb eigentlich. Ich hab's trotzdem noch irgendwie geschafft. Ohne großen Schaden durchzukommen. Und sogar geschafft, hier ohne Unfall durchzukommen. Auch relativ beachtlich. Egal, was ich mache, der überholt mich einfach mal außenrum. Unfair. Soll er doch diesen Weg nehmen, oder sie, mir doch egal. Ich glaube einfach, der äußere Weg ist schneller. Hier bin ich aber anderer Meinung. Nächstes Mal, wenn ich die Auswahl zwischen einem Mustang und einem Vanquish habe, nehme ich den Vanquish. So, wieder gegen rechts. Aus Ferrari-Sicht war das gestrige Rennen eine extremste Katastrophe. Erstmal, dass kein Ferrari punkten konnte. Alonso durch einen technischen Defekt ausgeschieden. Raikön im Regen überhaupt nirgendwo. Die Bekanntgabe, dass Vettel nächstes Jahr für Ferrari fährt. Zumindest ist das ein Gerücht. Ob das dann auch stimmt, ist eine andere Frage. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es stimmt. Und natürlich noch der Unfall von Jules Bianchi, der im Ferrari-Nachwuchsprogramm ist. Also aus Ferrari-Sicht hätte man genauso gut zu Hause bleiben können. Weil da gab es überhaupt nichts zu holen. Glück gehabt. Und dann kommt er einfach mal wieder angeschossen. Was hat der überhaupt für eine Geschwindigkeit drauf gehabt? Unmenschlich hoch war sie auf jeden Fall. Auch der Mustang kommt hier einfach mal so schnell durch die Haarnadel durch. Das muss man nicht ernst nehmen. Weil es einfach nicht realistisch ist.
Okay, der Aston Martin war jetzt wirklich ganz frech. Aber das kann ich auch. Und zwar besser. Glückwunsch, du hast dich für die nächste Runde des Ausscheidungskampfs qualifiziert. So, waren es noch zwei. Das Mika in Ford Mustang auch ausgeschieden. Diese Rennen lief auf jeden Fall um einiges schneller ab als die vorherigen. So, auf in den letzten Lauf. Nur noch gegen einen Gegner. Was war denn das? Ich bin doch rechtzeitig losgefahren. Warum war ich noch im Stillstand? Der Rank ist schon mal eine Sekunde vorne jetzt. Oh, noch in den Kaktus reingefahren. Yay! So, hoffentlich schnapp ich dich noch. Natürlich noch den Heilball getroffen. Und was auch immer das ist, auf jeden Fall Gestrüpp. Das schaffe wirklich nur nicht. Das schafft wirklich nur ich, gegen so einen Ball zu stoßen und dann noch einen Sprung zu schaffen. Oh Gott, ist der doof, oder sie. Früher dachte ich, Ashley könnte ein Männername sowie ein Frauenname sein. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, als Frauenname ist Ashley durchaus verbreitet. Aber es ist ja auch das gleiche mit Janis. Janis kann auch ein Mädchenname oder ein Männername sein. Jungen, ein Frauenname oder ein Männername. Und natürlich für die Italiener zum Beispiel Andrea. Andrea ist in Italien ein Mann. Oder kann durchaus ein Mann sein. Aber verschiedene Länder, verschiedene Sprachen, verschiedene Namen. Logisch, oder? Wow, einigermaßen ohne Berührung. Das gibt's ja nicht. Wie hat der jetzt einfach mal von 9 Sekunden auf 5 in 5 Sekunden aufholen können? Ist ja nicht so gewesen, als ob ich im Stillstand gewesen wäre. Das ist ein Teufelskreis, egal wie schnell ich fahre, der andere ist schneller. Und das gleich um mehrere 10.000 km/h. Hier auch schon wieder. Ja, war einfach mal 17 vorne.
bloß keine Berührung. Schön. Genau so. Nein, nein, nein. Ah, nein. Falscher Zeitpunkt. Das war der schlechteste, den es überhaupt treffen konnte. Jetzt muss ich auf die Geraden, wo sowieso Aston Martin Land ist, ihn aufholen oder sie. Der hat einfach mal wieder einen Sprung gemacht vom Vorsprung her. Ach man, was für ein schwierig. Wieder vorne, fragt sich nur wie lange. Hoffentlich lang genug, um zu gewinnen. Ah, schlecht hätte die Kurve auch nicht laufen können. Trotzdem reicht es für den Sieg. Glückwunsch, du hast den Ausscheidungskampf gewonnen. Beeindruckend, du hast den US vs. UK Knockout gewonnen. Ja, die USA hat gewonnen. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Glückwunsch, du hast eine Bestzeit für diese Strecke eingefahren. Ja, 4,5 Sekunden langsamer. Ausgezeichnet, du hast eine Bestzeit für diese Strecke eingefahren. Und das waren genau diese 4,5 Sekunden, die ich jetzt zu langsam war. Nun ja, egal, es ist geschafft. Damit zum Weltcup zurückkehren, also zur Weltmeisterschaft und das nächste Event starten. Bis dann.